Ich habe keinen. Achso, ja, stimmt. Wir haben ja die Kiste bekommen. Was habe ich dann nochmal bekommen? Ich habe irgendwas anderes bekommen. Ich glaube, ein BMC oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein BMC, den ich bekommen habe mit dem Season im Dungeon. Hallo, Lemon. Hallo. Afuaru, da. Alle 20 bis 30 Stunden kann so einer schon mal fallen. Ja, natürlich. Und sonst noch Wünsche, Kathi? Sonst noch Wünsche? Ich mein, darf's noch was sein? Glaube, du hast gerade Cooldown, Schnuggi. Mit Commands. Muss ich ja irgendwann machen. Kuchen. Danke für den Follow. Was ist dein nächster Name? Ja, ich musste das ja irgendwann machen, Lemon. Weil ich ja irgendwann nur noch Soundfile-Brei hatte, irgendwie. Hallo, Ento. Das ist aber der Skillstreak von meiner DK, by the way. Wobei der sowieso eigentlich hinfällig ist, weil ich komplett ausgeskillt bin mit der DK. Die Addons kannst du dir angucken von der DK. Du hast gerade noch die alte Ansicht, ne, vom Skilltree. Also wenn du die Addons sehen willst, dann mach einfach Ausrufezeichen Addons. Dann siehst du die Addons von der DK. Ansonsten bin ich mit der DK in der Succession komplett ausgeskillt. Die kennt dich 70. Never. Ich habe immer noch nicht meinen ersten Prozent mit Level 66. Ich bin froh, dass ich meine 0,2% endlich mal geschafft habe nach, keine Ahnung, einem Monat. Also so easy ist das nicht mehr mit den Prozenten bei der DK. Du hast dich mit der Guardian ein? Ja, mit Sicherheit. Du erklärst mir das wie ein Profi. Nice. Zwei Monate bis zu Level 67. Das klingt wie der eine Typ, den ich bei Miro getroffen habe damals. Den alten Schnagger, ey. Der mir da was erzählen wollte von XP.
Das war ein Typ, ey. Nee, Ocap ist scheiße. Also wenn du Level 65 bist, dann gehst du besser Kloster. Um Prozente zu machen. Kloster und Puppe. Die AP hat. Na, kannst du natürlich auch Miromog gehen, 12er Router machen, ne? Aber hat eigentlich auch gut XP. Ich bin halt ausschließlich Hadumsi, Kraya und Swistria gegangen mit 65 auf 66. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch schneller gewesen mit meinem Level Up. Aber Ork habe ich zum Beispiel in 2 Stunden mit meiner DK 0,001% gemacht. Und 180 AP, 280 DP. Ach Gott, Fogans, Nagas, Gahas. Gott, mir fehlt ein Spot. Hollies. Mir fehlt ein Spot, aber komme ich auf den Namen. Irgendwann fehlt. Kadri ist, glaube ich, auch ab 100 AP, glaube ich. Kadri müsste aber auch gehen. Wobei die viel blocken, ne? Also wenn du da Bock drauf hast, aber die blocken sehr viel. Spot ever. Also den haben wir auch gemacht, aber da habe ich gar nicht so auf die Prozente geguckt. Aber ich mag den 3 Spot total, ne? Auf der Dumm. Nee, also Kloster ist tatsächlich sogar besser als Sykraya. Von 65 auf 66 zumindestens. Ich hab's ja alles ausprobiert, Andi. Also, kannst mir da ruhig glauben. Und wenn nicht, habe ich auf jeden Fall zu allem auch ein Video hochgeladen. Hallo. Hallo, Mr. Thorsten. Haben sie gut geschlafen? Fuck. Also ich habe wirklich die Spots alle ausprobiert. Ich habe die alle mal begrindet in der Zeit, um so zu gucken, was so am besten ist. Und tatsächlich ist das Kloster und Miro. Und Puppe. Ab 66 eigentlich bester Slot RBF. Bis 62, ey. 62 habe ich damals noch, wo es noch nicht so viel Shit gab wie heute. 3 Wochen gebraucht damals bei Fugans. Du hast aufgehört zu schlafen? '63 war halt auch nur 3 Wochen bei Miro damals, ey. Also Spaziergang wirklich. 63 ist ein Spaziergang. Und 63 ist sogar lohnenswert, weil du deine letzte Passive freischaltest. Also von daher
alles darüber ist eher, ja, hast du Bock drauf oder nicht aufs Leveln? Ich level sehr gerne. Warum hoffst du, dass er Albträume gehabt hat? Ich hasse es, Albträume zu haben. Ey! Noch 12 Minuten. Dann kannst du den Spot meinetwegen übernehmen. Ist mir wurscht. Blick bei meiner Map. Ich mag Albträume. Oh, ich gar nicht. Ich mag Albträume überhaupt nicht. Pass auf, ne? Geh nur, der Thorsten, der sitzt am längeren Hebel. Der hat den Bannhammer in der Hand. Pass lieber auf, was du zu dem sagst. Sonst beschert er die Albträume. Du magst es nicht von der Arbeit zu träumen? Ach, wer mag das schon? Nein, ich lieg auf dem Rücken. Mad World. Wo ist mein Mappies? Wo ist es? Ich habe jetzt schon gut das hier bekommen, aber irgendwie... Schade, wir haben richtig gut angefangen auf dem Spot, ne? Ich hätte echt ein Mip-Piece, hätte ich halt echt gesehen, so in meiner Tasche. Gucken, vielleicht schleicht sich noch eins in die Tasche, ja? Aber Corsair macht schon Spaß, ey. Ich bin echt gespannt, wie das mit Awakening wird. Ob mir das dann immer noch so gefällt. Ich hoffe. Warum ist sie so am Rumnerven, ja? Also ich meine, es gibt ja noch andere Spots. Man muss nicht unbedingt den hier nehmen, wo schon jemand ist. Ich weiß ja nicht, ob sie das weiß, aber... Paper.
ist denn los mit der? Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr AP als sie. Vor allem die lässt... Hä? Die nimmt keine Verschlinger. Was grindet die denn hier? Ich check die gerade überhaupt gar nicht. So völlig sinnfrei. Einfach. Oder würde ich einfach nur nerven? Das war doch eine schöne Aussicht. Ich weiß ja, dass meine Core sehr schön ist, aber... Kriegt den Loot nicht mehr Power als dem. Was grindet die denn hier? Irgendwie ist sie sehr verwirrend. Eigentlich versuche ich dir gerade was zu sagen. Oh, die rennt vor mir weg. Ja, und? Die hat gar keinen Bock, mich zu lesen. Ich würde ja super gern Krieg rausballern, ne? Aber ich bin jetzt so 5 Minuten weg. Naja, Franzose habe ich auch schon gesehen im Gildennamen, aber... Dass ich in 5 Minuten fertig bin, das kann auch ein Franzose verstehen. Muss man die Baguettes von den Augen nehmen. The Baguette Fromage oder so. Fünf Minuten ist schon sehr lang. Ja, ich weiß. Ich glaube, die macht nur die Dings. Die Chuka, glaube ich, macht die nur. Aber nee, macht sie nicht. Hä, was macht die denn? Ich verstehe nicht, was die hier grindet, ehrlich gesagt, gerade. Das will mir nicht in den Kopf. Keine Ahnung. Hallo Blechdose. Komisch. Was? Wieso? Ich musste lernen, dass man auch auf Season-Servern Duell for Spot machen kann, ja. Und werde dafür voll angeflamed.
wenn ich irgendjemanden in eine Rota springe oder so und wenn ich das begründe mit, ich bin Season. Also bin ich fertig in 2 Minuten. Also soll sie ruhig weitermachen. Mir ist das so wurscht. Dann helfe ich halt dabei, den Spot auf Cooldown zu halten. Ist ja kein Problem. Also nicht mich aus der Animation boxen. Tricksmob. Bin überladen. Aber das ist halt auch kein Grind, was die für mich macht, ne? Die ist... Ich weiß nicht, was die hier macht. Vielleicht sucht die was. Vielleicht möchte die den Loot aufheben, den ich nicht aufgehoben habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich lasse keinen liegen. Ich glaube, die will einfach nur nerven. Na, ich bin schwer. Feels bad. Aber Lucio ist jetzt eh vorbei. Bei. Warte mal. Ich hab noch 3 Minuten Dings laufen. Konzentriere ich mich halt mal ein bisschen nach vorne hier. Das hat mir aber für ein Zeichen in meinem Kopf verarbeiten, ne? Checkt die gar nicht, dass sie den Loot gar nicht bekommt? Ich check das gerade gar nicht. Ich brauche sowieso beide, von daher. Ich schick doch gar nichts einzeln ins Lager. Wieso einzeln? Immer Dingspanks. Oder was meinst du? Ja, ich weiß, dass er einen Trash meint.
Das ist richtig, ja. Ausdauer. Ja, kann ich gerade nicht. Kann ich gleich machen. Moment. Moment. Meine Güte. Ich möchte dich unboxen hier. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber... So, jetzt haben wir das hier auch weggegrindet. Komm mich nur mal eben nach vorne. Den Head Butler. So. So, was jetzt so? Ach, du meinst das hier oder was? Ach so, ja. Ja, da hast du allerdings recht, hätte ich schon mal vorher auf die Idee kommen können. Naja. So, ich habe mittlerweile 16 Echos. Ja, ach. Hatte ich vorher gemacht und dann meinte Krox aber zu mir, ach, stell doch, mach doch alles ins Lager. Es kommt sowieso wieder der Nächste um die Ecke, der sagt, warum machst du das nicht so? Und mach es doch so. Warum machst du das nicht so? Luca, warum machst du das so? Bam, bam, bidam, bam, bam. Deswegen mache ich das jetzt so. So, mal eben Pets füttern. So, warte mal. Eine Strichliste hier weiterführen. No, 11 Stunden sind wir jetzt so. Schön für mich, ne? Die, die ihn gekauft haben, bekommen Pearls back. Also so wie bei dem Value Package. Package. Ja, wir könnten eigentlich mal wieder das Seals öffnen, tatsächlich. Ja, ist erstattet bekommen. Ah, okay.
Ach fuck, jetzt muss ich. Ich muss da Dings abgeben. Egal, warte mal, ich geh mal ganz kurz auf Toilette. Meine Blase ist etwas voll, ich bin gleich wieder da.